Vorteile haben, wenn man so raus ist? Also sicher gibt es viele Vorteile. Man wird bewundert, man wird stets angeschaut, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, es gibt auch viele Probleme im Alltag. Das fängt hier zum Beispiel schon an. An den Türen, da würde ich mit Schuhen gar nicht durchpassen. Dann geht es weiter in mein Bett. Ich brauche ein extra großes Bett, damit mir die Füße nicht raushängen. Bettdecken, die Tische sind zu niedrig, Couchgarnituren zu klein. Ja gut, ich kann gut auf den Schränken gucken, ob da der Staub liegt. Aber, oder die Lampen abputzen. Aber ansonsten, ich stoße mit dem Kopf manchmal mal durchgehen, wenn ich es eilig habe. Es ist halt alles zu klein in dieser Welt. Im Flugzeug geht es weiter, im Bussen, Bahn. Es ist alles zu eng, zu kurz, zu klein. Auto. Ja. So, und hier gehen die Probleme weiter, wie Sie sehen. Die Arbeitsplatte, die ist niedrig, man muss sich bücken. Und bekommt es im Kreuz, spülen, bücken. Die Sachen, die schon ein bisschen höher hängen, stößt man sich auf den Kopf. Guck mal, wie niedrig der Stuhl ist. Da muss ich meine Knie unwahrscheinlich belasten, damit ich mich da setzen kann. Wenn ich aus dem Fenster gucken will, muss ich mich bücken. Also es ist nichts für mich gebaut, ne? Ja, und dementsprechend muss man natürlich auch mehr Geld verdienen, um sich Maßanfertigungen leisten zu können. Ja. Wo fängt es an, wo hört es auf? Ne? Das sind eben auch Teile. Und da gibt es einige noch mehr von, die mir jetzt gar nicht so einfallen. Jetzt haben Sie meine Zeit schon fast zu lange beansprucht. Ich habe noch einige andere Termine. Ja, ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, gerne. Und ja, wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Okay, hat mir auch Spaß gemacht. Und noch einen schönen Tag. Ja, okay. Ihnen auch. Tschüss. Tschüss.